Hallo, hier bei Carlos Lego. Es gibt endlich, also für mich endlich, wieder ein Unboxing-Video und zwar Lego Technik Set Nummer 42093, die Corvette ZR1. Ein herrliches Modell. Also, ich habe es noch nicht live gesehen, aber ich finde es jetzt schon von der Verpackung her herrlich. Schaut euch mal diese eigentlich recht edle Verpackung an. Hier mit dem schönen Hintergrund und hier steht sogar noch, wahrscheinlich wie es auf dem Originalauto auch steht. Corvette ZR1, also Lizenzprodukt, ist auch dafür nicht zu teuer. Hier steht es auch nochmal: Official Licensed Product. Sehr schön. Hier oben noch 1 zu 1 Größenvergleich. Also, dass wir das mal sehen. Hier so eine Lego-Figur. So groß ist der Karton. Und so groß wird dann das Rad sein. Etwa ein bisschen niedriger als meine Figur. Also ist hier ein bisschen größer aufgedruckt, als es dann in echt ist. So, hinten sehen wir zum Beispiel noch ein Bild von der echten Corvette und hier auch so ein Seiten, ja fast Seitenprofil. Das gefällt mir jetzt schon wirklich gut. Also man kann das Ganze auch noch in so einen Oldtimer umbauen. Hot Rod, Hot Rod heißt, steht hier. Hier vierfacher Auspuff. Wir haben ein Zahnrad. Mal schauen, wofür. Ich vermute mal Lenkung. Und hier noch ein paar Informationen über das echte Auto. Also 0 auf 100 km/h in 2,8 Sekunden. Ich glaube, das ist nicht schlecht. 341 km/h fährt das Ding schnell. 755 PS und hat einen schönen V8-Motor. Genau, der ist hier ja auch dargestellt. Der klackert dann schön hier hoch und runter, wenn das Ding fährt. So, jetzt will ich euch und mich selber auch nicht länger auf die Folter spannen und öffne das Ding einfach mal. So, dann machen wir mal hier kurz einen anderen Winkel. So, das ist, denke ich, besser. Da sieht man ein bisschen näher, was hier passiert. So, leider kein Tape. Also man muss hier wieder diese Stellen eindrücken. Oh, jetzt ist es eingefallen. Naja, egal, hole ich eh gleich wieder raus. So, hier ist es genau. Das mag ich nicht, wenn das passiert. So, hier Tüte. Ja, erste Tüte. Gibt keine Nummern, leider. Ist aber bei Lego Technik selbst dieser Größe so üblich. Hier ist es das gleiche. Nee, hier sind die kurzen blauen, hier die langen blauen. Manchmal sind auch in mehreren Tüten die gleichen Teile drin. Aber hier nichts Blaues. Ah, ich wollte gerade sagen, so viel Orange war noch nicht, aber jetzt kommt hier mehr Orange. So, dann haben wir hier auch gleich noch die nächste Tüte. Hier sehen wir auch die Räder, also für die Räder, die Schutzfläche sozusagen. Ja, Aufkleber sehen aber cool aus, die gefallen mir. So. Noch eine Tüte ist hier drin. Ah, die schwarzen Stifte, stimmt, die dürfen nicht fehlen. So, und wir haben eine Anleitung mit einem Roboter drauf. Dickes Anleitungsbuch. Hier ist nochmal das Bild drauf, was wir hier auf der Verpackung auch haben. So, schauen wir mal rein. Wird ein bisschen schwierig, aber Box ist leer. Genau, dann stelle ich die jetzt mal hier hinten schön hin. So. Und tue das Ganze hier mal schön davor. Damit man auch sieht, was man hat. So, zwei Tüten. Drei, vier, fünf, sechs Tüten. Das ist eine Menge. Anleitung haben wir. Und Aufkleber haben wir. So, das war's. Als nächstes dann Review-Aufbau werde ich hier nicht machen. Lego Technik konzentriere ich mich lieber darauf, was ich mache und nicht irgendwie auf die Aufnahme. Na, und dann schauen wir mal hier noch bei den Rädern schon mal. Ja, Größe stimmt ungefähr von dem 1 zu 1 Vergleich. Der Durchmesser ist ein bisschen niedriger als meine Figur. Sehr schön. So, dann bis zum Review. Dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Cardos Lego. Bis denne und tschüss.